hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Ins Bett! Doch alles noch schlimm für den kleinen Tim. Die Zauberfische helfen ihm. Und das Buch aus Tanzerei ist er sorgenfrei. Die Helfen helfen ihm. Yeah, yeah, yeah. Cosmo und Wanda schweben mit Stets von Krötchen umgeben. Yeah, Cosmo, Cosmo und Wanda, kolossal genial für Madrid. Völlefanz, Gummigans, grüne Hecht, Früchtecake, Schlangenblick, Tortenstrick, Frankenfutsch, Schokomot. Hey, Cosmo, Cosmo und Wanda, und du was aus, mach dir nichts raus, die zaubern dich heraus. Na klar! Mit mir selbst als Fänger kommt man ins Schwitzen und kriegt Durst. Vom Zunge salzen auch, aber das war mir schon immer egal. Das ist eine ziemliche Menge Limonade. Keine Sorge, wir Turners haben Blasen aus Stahl. Oh, die wollen immer Trinkgeld. Wow, Eulen bei der Mäusejagd zuzusehen macht echt durstig. Das ist ja toll, eine Einladung für ein Klassentreffen. Was sagtest du, was für eine Einladung? Aber Cosmo, die Zeit an der Karl-Knickerbocker-Elfen-Oberschule waren die mit Abstand schönsten Jahre meines Lebens. Ja, und die mit Abstand schlimmsten in meinem Leben. Da macht sich gerade das Football-Team lustig über mich. Angestachelt von Luther. Und da die Cheerleader. Angestachelt von Luther. Und da die Mathe-AG. Und Luther. Cosmo, warum stellst du dich so an? Ein Klassentreffen macht irren Spaß. Da siehst du die alten Klassenkameraden wieder, mit denen du Blödsinn gemacht hast. Ja, was soll's? Niemand erwartet, dass du inzwischen ein milliardenschwerer Elfenmogul geworden bist mit einer atemberaubend schönen Ehefrau. Ja, richtig. Ich und milliardenschwerer Mogul. Cosmochen, was hast du denen erzählt? Hallo! Ich bin der stinkreiche Cosmo, Erfinder von Windows 2.0, das Betriebssystem für alles Zauberhafte in der Elfenwelt. Und das sind meine dusselige Sekretärin Wanda, mein absolut zuverlässiger Butler Timmy mit den großen Zähnen und einer Blase aus Stahl und meine atemberaubend schöne Ehefrau, die garantiert nicht fremdgesteuert ist, Britney Britney. Ich liebe Sojamilch. Wo kann ich mich anmelden? Und wo finde ich hier die Toilette? Ich hab dir gesagt, geh noch mal, bevor wir losfahren. Nein, hast du nicht. Du hast gesagt, wir verkleiden uns auf keinen Fall als Sekretärin und Butler, um die Lügen zu decken, die Cosmo allen Leuten aufgetischt hat. Dann hat Cosmo angefangen zu heulen und du hast gesagt, oh, na schön. Und jetzt sind wir hier. Entspann dich, Butler. Wir mischen uns unter die Ex-Schüler, beeindrucken sie mit meinem Schmuh und sind nach 15 Minuten wieder weg. Die Türen hier sind nur aufgemalt? In einer Elfenoberschule braucht man keine Türen. Wir zaubern uns von Zimmer zu Zimmer. Türen sind was für Nieten. Na gut, ich muss wirklich mal ganz dringend. Aber ich kann es einhalten. Ich darf einfach nicht daran denken. Nicht schlecht. Könnte lustig werden. Willst du was trinken? Ich liebe kleine Hunde. Gut, hol uns einen Drink, Butler. Und bring meiner Frau ein Hündchen mit. Cosmo, bist du das? Cosmo, ich freue mich, dich zu sehen. Du hast dich gar nicht verändert, abgesehen davon, dass du jetzt Milliardär bist. Ja, ganz recht. Hallöchen, Luther. Kennst du schon meine Frau? Britney Britney, der man garantiert nicht glauben gemacht hat, ich sei Chip Skylark und das hier wäre die Musikpreisverleihung von Dimmsdale. Ich liebe Chip. Und sicher kannst du dich an Wanda erinnern. Sie ist heute meine dusselige, unverheiratete Sekretärin. Natürlich erinnere ich mich an Wanda. Zu dumm, dass du nicht Cosmo geheiratet hast. Er ist nämlich inzwischen Milliardär. So steht's jedenfalls in seiner Zeitschrift Cosmo. Wirklich schade, dass du schon vergeben bist. Ja, zu schade. Ich nehme an, du weißt, warum ich gekommen bin. Tu mir bitte nichts. Ich bin reich. Ich
brauche dringend einen Job. Sicherlich hat jemand, der so reich ist wie du, einen Leibwächter nötig. Haha, glaubst du wirklich? Ich halt's nicht aus. Die Leute denken im Ernst, ich wäre super reich und super mächtig. Cosmo? Du bist eingestellt. Und jetzt schaff mir bitte die dusselige Sekretärin vom Hals. Na los, worauf wartest du? Verzieh dich! Und wo ist Britneys Hündchen? Na endlich! Eine Toilette! Ich vergaß. Türen sind was für Nieten. Na gut, ich denk einfach nicht mehr dran. Dann geht's. Oh, oh, ich hoffe, wir bleiben nicht lang. Und dann sagte ich mir, klar, sie ist ziemlich dusselig, aber was soll's, ich stell dich ein. Oh, Cosmo, wieso ist uns damals nicht schon aufgefallen, wie gut aussieht und cool du bist? Wieso habe ich dich bloß jeden Tag verhauen? Weil ich da noch nicht reich war. Entschuldigt, Cosmo, ich wünschte... Du könntest mir und meinen Freunden noch einen Drink holen. Ja, sehr gern, Timothy. Ha, er denkt, dass die Türen hier echt sind. Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich diese Maskerade noch ertragen kann. Wanda, ich möchte auf keinen Fall klingen wie du, wenn du mir den Spaß verderben willst, aber lass uns verschwinden. Gleich, ich kann die Lügen nicht länger aushalten. Und länger einhalten ist schlecht für meine Nieren. Und entschuldige bitte, wenn ich jetzt so wenig vorausschauend wie du erscheine, wenn ich sage, komm schon, was zum Geier kann denn groß passieren? Und ich habe auch den Sauerstoff erfunden. Bei jedem Atemzug von euch verdiene ich 25 Cent. Oh! Zur Kasse. Hola, Cosmo. Igitt. Grandissimo, was machst du denn hier? Hast du vielleicht schon das Jahr vergessen, als ich hier war als feuriger Austauschschüler der Elfe-Oberschule? Ich werde nie was die Zeit vergessen. Da haben meine wunderhübschen Augen zum ersten Mal die hinreißende Wanda erblickt. Zum ersten Mal haben meine hübschen Ohren ihre Stimme gehört. Zum ersten Mal hat mein hübscher Darmtrakt. Das ist mehr deine innere Schönheit, ihr wisst, was ich meine. Und nun will ich, mein hübscher Körper will ich auch, mit dir ein Tänzchen wagen. Hey, Freundchen, Finger weg von meiner Frau! Zur Kasse! Cosmo, sei ganz locker. Ich würde nie versuchen, mich zwischen dich und deine Frau zu drängen. Die fantastische Pop-Diva Britney! Pökelfleisch! Aber du kannst unmöglich etwas dagegen haben, wenn ich mit deiner dusseligen, unverheirateten Sekretärin tanze, no? Nein, kann er nicht. Ah, was soll ich bloß tun? Grandissimo bezirzt Wanda. Schnell, lass uns irgendwo hingehen und nachdenken. Zum Beispiel aufs Klo. Nein, ich weiß, was mir beim Denken hilft. Ein großes, kaltes Glas Limonade. Gefolgt von einem Besuch der Toilette. Warte, ich will mitgehen. Ah, das hat gut getan. Aber der Toilettenbesuch hat mich durstig gemacht. Nein, hör mal zu. Du musst genau jetzt entscheiden, was dir wichtiger ist. Eine Lüge zu leben und falschen Freunden zu imponieren? Oder die Liebe zu Wanda, der Frau, die dich immer so geliebt hat, wie du wirklich bist. Cosmo, ich werde dich immer lieben. Wanda. Ach du Schreck, das hat Wanda geschrieben. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Meine Entscheidung ist klar. Es gibt keinen Zweifel, was ich tue. Schaumbad. Naja, andererseits... Willst du mein Abschlusszeugnis im Fach Liebe sehen? Es reicht! Ich hab die Nase voll! Ah! Mein wunderhübscher Darmtrakt! Wanda! Ah! Ich wünsche... Ich bitte alle Anwesenden um Aufmerksamkeit! Ruhe! Cosmo, unser Held, der größte von uns allen, hat uns etwas mitzuteilen, das zweifellos unseren bewundernden Respekt vor ihm und seinem Geld noch steigert. Danke, Luther. Es klingt vielleicht verrückt, aber wisst ihr, ich bin gar nicht reich oder der Erfinder von Wandos. Timothy ist doch nicht mein Butler, sondern ich bin einer seiner helfenden Elfen und Britney ist nicht meine Frau, sie ist nur eine fremdgesteuerte Pupsdiva. Papaya! Und Wanda, meine dusselige, unverheiratete Sekretärin, ist die dusselige, verheiratete Frau, die ich liebe. Meine Frau! Zur Kasse! Ich wusste es! Sie hat einen Idioten geheiratet!
Cosmo? Da hat Dusselchen. Oh, meine Blase. Ich kann es einfach nicht mehr einhalten. Sorry, Britney. Ich mach Schluss. Soll das heißen, die Show ist vorbei? Hab ich gewonnen? Ich möchte mich herzlich bei der Jury bedanken. Und wir als Jury möchten den Dank an dich zurückgeben. Was denn? Ihr seid nicht sauer? Sauer? Wieso sollten wir sauer sein? Du hast etwas gestanden, was sich hier noch niemand getraut hat. Ich habe auch etwas zu beichten. Ich bin nicht Luther, der Kapitän des Footballteams. Ich spiele nämlich schon seit Jahren kein Football mehr. Ich bin Luther, die prima Ballerina. Das ist nicht mein richtiges Haar. Und ich bin gar kein richtiger Elf, sondern ein irischer Kobold. Und er ist kein Uhu, der Mäuse verspeist. Ich fresse irische Kobolde. Na siehst du, Cosmo. Jetzt möchte jeder als der geliebt werden, der er wirklich ist. Ah, ich brauche endlich nicht mehr zu lügen. Wie erleichternd. Apropos erleichtern. Egal, was ihr tut, trinkt nicht von der Limo. Festungsanlage aus Sand. Na, wie findest du sie? Stark! Sie ist fantastisch! Oh. Pech gehabt, das ist unser neues Stadthaus! Juhu. Hey, ihr Rotznasen, runter von meinem Sandbeet oder es sitzt was! Hab dich! Na, das nenne ich eine krebstastische Zutat für das heutige Mittagsmenü. Von Bickles in der Bucht, Meeresfrüchte Imbiss und Wellness Center. Mein großer Traum wurde hier und jetzt Wirklichkeit. Wollen doch mal sehen, was wir sonst noch für beeindruckende Dinge an diesem Strand finden. Lalalalalala. Na, das nenne ich wirklich beeindruckend. Timmy, wie hast du bloß diese Burg errichtet? Ach, weißt du, mit einer Schaufel, einem Eimer Wasser und... Helfen den Elfen! Und einem Traum! Diesmal hat Timmy Trixie wirklich beeindruckt. Cool! Echt starke Burg. Dafür hat der Baumeister einen Applaus verdient. Hey, Turner, als offizieller Rabauke für diesen Strand ist es meine Aufgabe, deine Sandburg zu zerstören und... Lass mich kurz nachlesen im Strandrabauken-Handbuch für dumme Jungs. Punkt 1, Badehose stramm ziehen. Erledigt. 2, Sonnenöl durch Bratfett ersetzen. Ha, erledigt. Super, jetzt kommt's. Aktion 3, schnatterndes Kind mit Sand bewerfen. Hallo? Hast du nicht noch etwas vergessen? Nein! Viertens, Entführung der Freundin des schnatternden Kindes. Oh, etwas, das ihm mehr innerlich wehtut und noch wesentlich länger wirkt. Ciao, schnatternder, nicht muskulöser Timmy. Zu mickrig, um sich selbst aus Sand zu befreien. Retter, können Sie mir helfen? Sorry, kleiner Schwächling. Ich bin kein Lebensretter. Ich gehöre zum Dimmsdale-Seemonster-Meldeteam. Und ich weiß, du hältst uns für reine Geldverschwendung. Ist es aber nicht, aber keine Sorge, Hasenfuß. Die Lebensretter sind schon unterwegs. Klasse, jemand hat Timmys Kopf als Sandskulptur gebaut. Komm, wir knipsen ihm die Sandnase ab. Wenn ich nur etwas stärker wäre. Hey, das ist es. Ich wünsche, dass ich aus dem Sand befreit werde, Trixie zurückgewinne und Francis mit seiner eigenen Medizin das Maul stopfe. Herzchen, es ist keine gute Idee, Muskeln statt Hirn zu benutzen. Mach so wie ich, benutz gar nichts. Ich wünschte, ich wäre hier am Strand der stärkste Typ. Cool, ich bin kein Schwächling mehr. Also los, Leute. Leute? Entschuldigt, kenne meine eigene Stärke noch nicht. Kein Problem. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das Unglück noch abwenden können, wenn dein Superstarksein nach hinten losgeht. Oh nein, wir haben unsere Zauberstäbe verloren, als wir gelandet sind. Timmy, du musst uns suchen helfen. Schnell! Gut, ihr beide sucht hier und ich suche da drüben bei Francis und trete ihm ganz nebenbei in den Hintern.
So viel Spaß zu haben, müsste gesetzlich verboten werden. Aber was scheren mich Gesetze? Ich brech sie sowieso. Ich finde, du gehörst in den Knast. In den Sandknast. Ist ja voll krass. Unser muskelbepackter Freund bewegt sich mit der Anmut und Geschmeidigkeit des bengalischen Tigers. Hey, was ist mit mir? Nein! Habt ihr das Buch nicht richtig gelesen? Du hast gewonnen. Laut Buch musst du mich jetzt zurückentführen. Klar, entschuldige. Wenn man der stärkste Typ am Strand ist. Ja, aber in ein paar Sekunden wirst du der stärkste Typ unterm Strand sein. Hey, die Lebensretter werden nicht zulassen, dass du am Strand Bagger fährst. Mann, sind die lahm. Sehen aber gut aus. Die können dir auch nicht mehr helfen. Sonst noch irgendwas, Schwächling? Um sicherzugehen, dass ich in die Abendnachrichten komme, um meinen nächsten großen Traum zu verwirklichen, gebe ich ab an meinen Partner, Mr. Galaxy! Los, geh runter zum Strand und zerschneide das Einweihungsband! Wow, das war echt schreck. Aber was soll's? Du bist so stark wie Mr. Galaxy! Zu stark! Ach du Schreck, als der Typ den Strand betrat, wurde ich noch stärker als er. Fass mich nicht an! Du bist ein Monster! Ein schrecklich gefühlloses Monster! Ich muss ganz schnell Cosmo und Wanda suchen. Ich kann die Zauberstäbe nirgends finden. Leute, Probleme! Ich bin stark, du anderen weh und fühle mich missverstanden. Wie Arnie Schwarzenegger! Ich habe eine gute Nachricht und ich hoffe, das verkompliziert die Sache nicht. Sofern kein Walfisch in diesem Abschnitt strandet, wirst du ab jetzt nicht mehr stärker. Helft mit! Wir müssen die Zauberstäbe finden, bevor noch Schlimmeres passiert. Ja, ich hatte eigentlich nicht vor, ewig im Dreck zu wühlen. Das hast du doch schon immer gemacht. Grab weiter! Ich tue, was ich kann, aber ich finde nur alte Baseballkarten. Diese antike Lampe und diesen Typen da mit einem Riesenkragen und einem Bananensandwich. Cosmo, versprich mir, dass du niemandem von meinem geheimen Untergrund Rock'n'Roll-Sandreich erzählst. Versprochen, Elvis! Du bist ein Rock'n'Roller. Sehe ich sofort. Cosmo, ich hab was gefunden. Ach, lass mich raten. Etwa noch einen heiligen Gral. Endlich, unsere Stäbe. Hurra, was für ein Fang. Pinkfarbene und grüne Riesenkrebse. Für mein krebstastisches Eröffnungsmenü. Mein Traum ist wahr geworden. Kann mich mal jemand kneifen? Au! Du siehst den Topf zuerst. Oh nein! Cosmo und Wanda spielen eine köstliche Hauptrolle in Bickles Traum. Ich muss die beiden retten. Ja, aber die Frage ist, wer rettet dich, Null? Ah, gestrandet! Nur keine Panik. Das da ist kein Seetangmonster. So ein Mist. Auch das noch. Leb wohl, Francis! Da ist ein Seetangmonster. Kotgrün, Kotgrün, das ist keine Übung und auch keine Geldverschwendung. Hey, Freundchen, die gehört zu mir. Einmal Krebsmenü, kommt sofort. Wow, das hat der Ärmste wirklich nicht verdient. Bei dir abserviert und dort serviert. Das Geschäft blüht. Sir, heute leider nur mit Tischreservierung. Mal sehen, wo ich sie noch reinquetschen kann. Iss mich bitte nicht, ich bin nur eine halbe Portion. Cosmo, ich, Timmy. Warum sprechen Timmy komisch? Wo sind Sterbe?
Da, bei den Sonnenschirmen. Da, wo die Leute liegen. Wir sind keine Geldverschwendung. Beweist es. Wir müssen es schnappen. Eine Invasion. Mein Sohn, es ist Zeit, den Strand zu verteidigen. Muss sie denn schon zum Städtele hinaus? Feuer! Also ehrlich, ihr Typen seid nichts als Geldverschwendung. Oh, Mann, wir sind schon gut. Puh, das war eng. Puh. Toll, ich bin wieder ein Schwächling und wisst ihr was? So ist es mir auch am allerliebsten. Ja, mir nämlich auch, Turner. Sieh mal, Seife. Hä? Wo? Hilfe, das Seegangmonster. Siehst du, Herzchen, das Hirn triumphiert immer über die Muskeln. Kleiner, nicht muskulöser Junge, brauchst du Hilfe? Wo wart ihr vor 10,5 Minuten, als ich euch mehr als dringend brauchte? Wir sind lahm, aber wir sehen gut aus. Also dann, zurück zu unserer Station, aber langsam. Sehen echt gut aus. Vielleicht könnten alle... Ich habe einen neuen Traum. Oh, lauft ohne mich weiter. Oh.